Intel-Grafikkarten werden 19% schneller. Pah, da lacht ein D doch drüber. Hier stellen nämlich stolze 890% an. Und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr natürlich im heutigen News-Video. Hallo Freunde der Performance-Erhöhung und willkommen zu einem weiteren News-Video am verhassten Montag. Und ich hoffe natürlich, dass die Woche gut für euch gestartet ist und ihr konntet endlich das schöne Sommerwochenende vor dem Bildschirm genießen. Und viel wichtiger, ich hoffe doch, dass ihr mein Video zum neuen RTX 4080, das Monty-PC, angesehen habt. Da ist nämlich sehr viel Arbeit und Mühe reingeflossen und es hat sich einfach viel mehr Klicks verdient. Vor allem, die Konfiguration ist richtig gelungen. Wenn ihr mich also so ein bisschen supporten wollt, dann guckt doch einfach mal nach dem News-Video dort vorbei. Es lohnt sich wirklich. Nun aber genug in eigener Sache, die neuesten News scharren nämlich schon mit den Hufen und als erstes scharren die GPU-Verkaufszahlen der letzten Woche. Und nun ist unser Tech-Epiphany endlich mal wieder im Rhythmus und bietet hoffentlich nun immer montags wieder die neuesten GPU-Verkaufszahlen von Mindfactory der letzten Woche an. So dann natürlich auch ich. Und bitte bedenkt, das sind nur die Zahlen von Mindfactory. Das ist sicherlich ein guter Marktindikator, trotzdem kann es insgesamt durchaus natürlich so ein bisschen anders aussehen. Mit 3145 Grafikkarten sind die Verkaufszahlen insgesamt minimal gesunken. Grob kann man aber, glaube ich, von einem fortlaufend normalen Niveau reden. Aber AMD baut seinen Vorsprung immer weiter aus und ist nun mit 55,64% deutlich in Führung gegenüber Nvidia mit nur noch 43,56%. Ja, kein Wunder, wo Nvidias Mittelklasse mit den RTX 4060 Karten ja doch eher auf dürftige Nächstenliebe stößt. Intel hält sich weiterhin das zweite Mal in Folge bei über 20 Grafikkarten, aber ja, es bleibt dabei, das ist einfach zu wenig und hat Intel einfach nicht verdient. Bei den Bestsellern gibt es immer wieder neue Spitzenreiter. Die RX 6700 XT ist nun nicht mehr in den Top 3, sondern die XFX Speedster RX 6800 XT. Ebenso verdient wie die 6700 XT natürlich. Danach folgt die RTX 3060 Ventus von MSI und endlich mal eine ASRock-Karte, nämlich die RX 6600 Challenger. Ja, ja, du hast wieder Challenger gehört, aber nein, du warst nicht gemeint. Für AMD sieht es mit der RX 7000 Generation ziemlich erfreulich aus. In den Gesamtzahlen ist die RTX 4070 weiterhin verdient ganz oben zu finden. Aber auf Platz 4 bereits die 7900 XTX von AMD und bei Preisen von weit unter 1000 Euro, auch wie ich finde, komplett verdient. Und damit bekommen die 7900er Karten endlich die verdiente Aufmerksamkeit. Denn auch die 7900 XT ist auf Platz 6 durchaus zufrieden. Auch hier muss Nvidia, ja, glaube ich, so ein bisschen federn lassen. Allerdings auf durchaus hohem Niveau. Klar ist aber weiterhin, die RX 6000 Generation von AMD hält weiter natürlich ordentlich die Fahne hoch. Und wie erwartet befinden sich solche Design-Fehlentscheidungen wie die RTX 4060 von Nvidia und die RX 7600 von AMD aber weit hinten in der Liste, vollkommen verdient. Ja, und Intel Arc A770 und A750, die sind leider gar nicht zu sehen, vollkommen unverdient. Dabei werden die Intel Arc Grafikkarten einfach immer besser und die letzten Problemstellen werden nun auch langsam von Intel angegangen, nämlich teils noch ja eher schlecht laufende DirectX 11 Spiele, denn DirectX 9 und DirectX 12 Spiele, die laufen mittlerweile eigentlich durch die Bank wunderbar. Aber auch bei DirectX 11 hat Intel nun endlich nachgeschoben, aber auf etwas ungewöhnliche Art und Weise, denn der neue Treiber nutzt aktuell noch eine Whitelist, um nach und nach halt bestimmte Spiele erst für die Performance-Verbesserung freizuschalten. Ja, sicherlich, weil das ein oder vielleicht andere Spiel noch nicht so ganz rund läuft. Trotzdem, zumindest die von Intel angegebenen Werte sind durchaus beeindruckend. Die 19% mehr durchschnittlichen FPS auf einer A750 sind schon ein ziemlich guter Wert. Aber bei DirectX 11 sind besonders die Frame Times von Bedeutung. Denn viele Spiele liefen vielleicht durchaus mit ordentlichen FPS, wirken aber trotzdem alles andere als sauber. Hier soll es um 20% bessere Frame Times im Schnitt geben. Ja, und durch die Bank sehen die Performance-Verbesserungen in den genannten Spielen ziemlich gut aus. Bei GTA 5 sind es mal eben 27% mehr. Overwatch 2 knackt gar die 30%-Marke und schafft es auf 33% mehr Performance mit dem neuen Treiber. Ähnlich hoch sind in ähnlicher Reihenfolge die Frame-Time-Verbesserungen von bis zu 45% in Overwatch 2. Und gerade so ein schneller Shooter kann davon natürlich enorm profitieren.
Testen konnte ich das selber bisher noch nicht, aber wenn die Werte so stimmen, gibt es von mir auf jeden Fall ein Schulterklopfen für Intel. Die Verkaufszahlen sind nicht rosig, trotzdem wird die fleißig weitergemacht. Eine Intel Arc kann man mittlerweile eigentlich bedenkenlos kaufen. Ja, und da passt es doch ganz gut, dass die ASRock A770 Phantom Gaming mit 16 GB nun zumindest in US-Dollar unter 300 US-Dollar gefallen ist. Und damit ist sie die aktuell günstigste 16 GB Karte am Markt. Ja, hierzulande stehen zwar noch 360 Euro auf der Uhr. Das ist natürlich auch ein ziemlich guter Preis, aber man kann davon ausgehen, dass auch hier die Preise natürlich noch sinken werden. Und wem das immer noch zu viel ist, der kann für unter 300 Euro halt zur 8 GB Version greifen. In dem Performance-Bereich sind 8 GB übrigens durchaus noch vertretbar. 16 GB, 8 GB. Kennt ihr noch dieses Spiel, findet den Fehler in diesen unterschiedlichen Bildern? Ja, ich sehe keinen Unterschied. Mit der nächsten News hat es die letzte News allerdings deutlich schwerer, denn ja, die Arc A770 8 GB kostet aktuell ziemlich genau 279 Euro. Und genau mit diesem Preis hat die Karte nun einen starken Gegenspieler bekommen, nämlich Nvidias RTX 4060. Ja klar, die Karte ist sicherlich nicht die allerbeliebteste bei euch, was aber ausschließlich an der hohen OVP von 329 Euro liegt. Ich selbst prognostizierte ja einen schnellen Preisverfall und es kam so, wie es kommen musste. Die RTX 4060 von Nvidia ist nun ab 279 Euro zu haben. Zum Beispiel die KFA2 hier bei notebooksbilliger.de. Und da hat es die A770 8 GB dann doch ziemlich schwer gegen. Schon allein deshalb muss die 16 GB Variante bei uns einfach unbedingt unter 300 Euro fallen. Die RTX 4060 und A770 sind sowieso ähnlich schnell. Beide bieten AV1 Encoding. Ja, Nvidia mit der DLSS3, aber natürlich die bessere Upscaling-Technik mit der Frame Generation. Daher muss man natürlich so fair sein. Zum Preis von 279 Euro ist so eine RTX 4060 dann doch wieder eine durchaus spannende Grafikkarte. Und da kann man natürlich auch über diverse Einschränkungen wie das halt schmale PC Express Interface hinwegsehen. Und Links zu allen genannten Karten findet ihr natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Ich berichte ja fast in jedem News-Video mittlerweile über Nvidias unfassbar guten H100 GPUs, die hauptsächlich für KI-Lösungen benötigt werden und ja, durchaus ein Heidengeld kosten. Die Bruttomargen sind bekanntermaßen extrem hoch und da ist es kein Wunder, dass Nvidia sich dann mehr und mehr darauf fokussiert, ja, als halt auf die Gaming-Grafikkarten. Aber da gibt es ja auch noch AMD. Die sind nämlich nicht komplett untätig und wollen natürlich auch ein Stück vom KI-Kuchen abhaben. Klar, AMD hat auch entsprechende Profi-Grafikkarten, aber aktuell scheint man sich in dem Bereich auf die 7900er-Karten hier zu konzentrieren. Denn was AMD mit der neuen Optimierung ihres Software-Stacks vollbracht hat, das sieht schon verdammt stark aus. Aber wie immer sind das natürlich AMDs eigene Angaben, man muss also so ein bisschen vorsichtig damit sein. Demnach soll eine RX 7900 XT nur mit Microsofts Olive und DirectML in der Stable Diffusion stolze 18,59 Iterations pro Sekunde erreichen. Und das sind unfassbare 890% mehr als vorher mit PyTorch. Und das liegt nun verdammt nah an der RTX 4080 von Nvidia. Und im Stunde-pro-Dollar-Verhältnis sieht die 7900 XT von AMD nun sogar besser aus. Zumindest in einem am 31. Juli veröffentlichten Vergleich von Puget Systems. Na klar, bedeutet diese durchaus signifikante Verbesserung nicht, dass Nvidia jetzt das große Zittern bekommen muss, aber zumindest mit bezahlbaren Gaming-Grafikern wie dieser hier könnte AMD nun bald zu Nvidia aufschließen. Auch wenn AMD einer H100-Profi-Grafikkarte von Nvidia, da sind die natürlich noch weit entfernt von. Und wenn Gaming-Grafikkarten mehr und mehr für KI-Anwendungen genutzt werden, dann müssten auch wir Gamer uns eigentlich weniger Sorgen darum machen, dass es die bald gar nicht mehr geben könnte. Denn das wird meistens vergessen. Auch Nvidias Gaming-Grafikkarten werden allein aus Kostengründen ziemlich gerne für sowas eingesetzt. Und viele von euch können es kaum erwarten, am 6. September erscheint nämlich Starfield, das neue Hype-Spiel von Bethesda. Und ja, ich bin durchaus auch ziemlich gespannt drauf, ob es dem Hype überhaupt gerecht werden wird. Bekannt ist hier ja mittlerweile eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit AMD, was man, wie ich finde, eigentlich auch niemand vorwerfen kann, denn das macht Nvidia seit Jahren ja genauso. Und auch AMD ist hier natürlich kein Neuling drin. Nur zeichnet sich nun leider das ab, was in diversen veröffentlichten Release-Listen von anderen Spielen sich bereits andeutete, nämlich, dass AMD möglicherweise absichtlich die Integration von Nvidias DLSS in eben solchen Spielen verhindert. Aber das ist natürlich nur eine reine Vermutung, mehr nicht.
Trotzdem wird auch erstmal Starfield ohne DLSS auskommen müssen. Denn durch den Preload, der vor kurzem startete, konnten nun natürlich diverse Spieldateien schon mal ausgelesen werden. Fakt ist, FSR 2 ist natürlich offiziell verfügbar und das belegen natürlich auch die ausgelesenen Daten. Leider ist von FSR 3 aber so gar nichts zu sehen. Dass also FSR 3 wirklich fehlt, ist damit ja eigentlich nahezu Fakt. Denn FSR ist die Open Source und daher natürlich problemlos auslesbar. Der Sebastian Castellanos hat sich die Daten aber mal ein bisschen genauer angesehen und konnte nicht den kleinsten Hinweis auf ein DLSS oder zumindest XSS von Intel finden. Es scheint also das einzutreten, was vermutet wurde, DLSS und auch XSS werden wohl erstmal fehlen. Auch wenn der allerletzte Beweis natürlich fehlt. Zum einen kann nämlich hier nicht direkt der Code, sondern nur vorkompilierte DLLs ausgelesen werden und zum anderen kann ein Day One Patch natürlich noch alles ändern. Ich rechne auf jeden Fall nicht damit und finde es sehr, sehr schade, dass so viele AMD-Partnerspiele halt ohne DLSS daherkommen. Und das ist sicherlich kein Zufall. Hallo und willkommen zum heutigen Kommentar des Tages. Und die Frage aller Fragen beim Gaming-PC ist ja besonders für Laien immer wieder folgende. Wann soll ich upgraden? Auch der Chris Klein hat hier ein ähnliches Problem. Ich habe mal eine Frage. Wann sollte ich die CPU upgraden? Ich habe noch den Intel 8700 erste Coffee Lake CPU. Und ich würde gerne generell upgraden auf DDR5 und PC Express 4.0. Aktuell habe ich das Z370 Ultra Gaming Board von Aorus, welches auch in die Jahre kommt. Die Graka würde ich übernehmen. Diese ist eine RX 6900 XT Treeforce. Hey Chris, gut, dass du noch dazu geschrieben hast, welche Grafikkarte du eigentlich hast. Denn das ist für mich eigentlich der entscheidende Faktor bei deiner Frage. Neben allerdings natürlich auch der Auflösung, in der du spielst, das hast du leider nicht angegeben. Bei einer so alten CPU wie dem 8700er in Verbindung mit einer sackschnellen RX 6900 XT ist meine Antwort auf die eigentliche Frage eigentlich nur folgende. Sofort upgraden! Denn ich bin davon überzeugt, dass die 6900 XT ja selbst in höheren Auflösungen vom 8700er nicht unerheblich ausgebremst wird. Nun weiß ich natürlich jetzt leider nicht, wie viel Budget du zur Verfügung hast. So ein Ryzen 7800X3D wäre natürlich ein Traum schlechthin für diese Grafikkarte. Aber eigentlich jede halbwegs aktuelle CPU mit mindestens 6 Kernen gibt an der 6900 XT nochmal ordentlich die Sporen. Hier stellt sich nämlich die Frage nach dem Wann eigentlich überhaupt nicht. Man mag es kaum glauben, aber ich habe noch Zeit miterlebt, da hatten Gaming-PCs überhaupt gar keine Gehäuselüfter. Und selbst Grafiker an den CPUs, die kamen völlig ohne Lüfter, teilweise auch ohne Kühler aus. Trotzdem war der PC meistens extrem nervig, halt durch die laute Festplatte. Und heute gibt es PCs mit ja, teils 12 oder noch mehr Lüftern. Und wie sieht das bei euch aus? Wie viele Gehäuselüfter inklusive CPU-Kühler sind in deinem Gaming-PC verbaut? Ach Mist, ich wollte doch schreiben, inklusive CPU-Kühler. Ja, ich kann nur hoffen, dass ihr das irgendwie auch verstanden habt. 1-2 Lüfter nutzen nur 8%, wobei 2 ja schon das absolute Minimum darstellt. Ja, einer halt einblasend vorne und einer hinten halt ausblasend. Die Frage ist nur, was ist mit dem CPU-Kühler? Ich denke, hier wurde meine Klammer, denke ich mal, missverstanden. 3 Lüfter nutzen 13%. Hier tippe ich dann natürlich auf 2 Gehäuse und natürlich einen CPU-Lüfter. 17% nutzen 4 Lüfter und 13% 5. Und was jetzt kommt, damit habe ich im Leben nicht gerechnet. 49% nutzen mehr als 5 Gehäuselüfter im PC. Ja, wo habt ihr die denn alle verbaut? Okay, ich gehöre natürlich auch dazu. Und mein Test-PC, der hat glaube ich sogar, ich meine 12 Lüfter oder sogar mehr. Enorm ist das aber natürlich nicht. Man merkt ja, hier sind halt zum großen Teil Do-it-yourself-Bauer unter meinen Zuschauern. Und bei Lüftern wird wohl offensichtlich schon lange nicht mehr gespart. Und bei den Abos und bei den Likes natürlich hoffentlich auch nicht. Also gebt dem Like- und Abo-Button genau das, was ich verdiene. Und weitere News gibt es dann wie bekannt natürlich am Mittwoch ab 17 Uhr. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.